Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut. Wieder mal an einer ungewohnten Stelle, wo ich jetzt hier dieses Video drehe. Ich befinde mich im Esszimmer am Esstisch und habe hier das MacBook vor mir liegen. Ich habe dieses Video genannt Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Also das ist der Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Vlog. Denn dieses Jahr war sehr ereignisreich und ich denke mal, es ist so jetzt die Tage so fällig, dass man so ein kleines Resümee erstellt, sodass man so ein Abschlusswort des Jahres kundtut, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt einen Tag vor Weihnachten aktuell, da wo ich jetzt hier sitze. Wir haben den 23.12.23. Und ich habe mir auch mein einziges Weihnachts-T-Shirt eingezogen, weihnachtliches T-Shirt, hier mit Jason, ein bisschen weihnachtlich, ihr wisst Bescheid, ja. Ich bin kein Weihnachtsmensch, wir haben ja auch null dekoriert, so wie jedes Jahr. Meine Frau steht da nämlich genauso wenig auf so Kitsch wie ich. Aber egal, das tut jetzt nicht zur Sache. Ich habe das Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Vlog genannt, weil ich dieses Jahr wirklich sehr viel Positives erfahren habe. Gerade auch in den letzten Tagen, aber auch natürlich sind negative Sachen passiert, so wie bei euch allen da draußen wahrscheinlich auch. Nicht nur immer kann die Sonne scheinen, ja, es regnet auch manchmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon immer das Glas ist halb voll Mensch, ja. Ich weiß, wenn es mal Scheißzeiten gibt, gibt es auch wieder gute Zeiten, ja. Deswegen gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das hält sich so dieses Jahr ziemlich die Waage. Es hat angefangen Mitte des Jahres etwa mit einem... Ich bin transparent zu euch, Leute, wie immer, ja. Ich habe da auch gar kein Problem damit, dass ich ein bisschen was Privates auf meinem Kanal hier erzähle. Habe ich null Problem damit, wirklich. Ihr dürft damit dann auch machen, was ihr möchtet. Ihr dürft sagen, haha, haha. Ihr dürft sagen, ha, das hat er verdient. Aber wie ich sagte, ich bin das Glas ist halb voll Mensch, ja. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und genauso sehe ich das schon immer. Und ich habe, jeder, der meinen Kanal so ein bisschen verfolgt oder mich als Person kennt, weiß schon darum. Ich habe ja meinen Job, den ich 2 Jahre sehr gerne ausgeübt habe, habe ich ja, wie auch immer, mein Vertrag wurde nicht verlängert, sagen wir mal so. Ich wurde weder gekündigt, noch rausgeschmissen, noch habe ich da irgendeine Scheiße gebaut, das war nicht so. Es hat gesundheitliche Gründe gehabt, denn ich bin chronisch angeschlagen. Immer wieder mal Knieprobleme, sehr, sehr miese Knieprobleme, Gelenkprobleme im Allgemeinen, was die unteren Partien des Körpers angeht, also Arme, alles in Ordnung, da habe ich eigentlich keine Probleme, Rücken hat jeder in meinem Alter, aber Knie und Achillesferse ist chronisch entzündet, momentan auch aktuell, ich humpel hier von A nach B, ich laufe eigentlich auf dem Zahnfleisch, das ist ganz, ganz krass, aber ich bin auch keiner, der jetzt groß rumjammern muss, ja, jeder hat seine Wehwehchen und sein Kreuz zu tragen, ja, Job. Und da musste ich erstmal gucken, ich bin jetzt 45 und suche ich mir jetzt wieder einen Job, wo ich dann hier und da mal ausfall, weil ich diese Scheiße habe, oder ändere ich was an mir selber, an meiner Einstellung, an meiner Ernährung und suche mir vielleicht einen Job, der langfristig gesehen doch das Bessere für mich ist. Und das habe ich gemacht, direkt am Tag, wo es hieß, du wirst nicht verlängert, lieber Herr Olli Müller, du wirst nicht verlängert. Du hast gute Arbeit gemacht, was man so sagt, was man so sagt, wenn man jemanden vor die Tür setzt, ja. Aber egal, nichtsdestotrotz, ich habe am selben Tag gesagt, alles klar, ich mache eine Umschulung. Meine Frau hat schon eine Umschulung gemacht, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Sie kommt ja ursprünglich von der Post, von der Zustellung und sie hat aber genug im Kopf, sodass sie irgendwann gesagt hat, nee, wieder in irgendeine andere Klitsche für 1500 Euro, macht sie nicht, hat sie auch recht. Umschulung ist das Beste, weil ab einem bestimmten Alter ist man so weit im Kopf gereift, dass man weiß, was man will. Mit 15, 16 weißt du nicht, was du ein Leben lang machen möchtest. Das ist einfach so. Ich habe Maurer gelernt, welcher normal denkende Mensch, auch wenn er noch Jugendlicher ist, sagt, ich will unbedingt Maurer werden, da bin ich an der frischen Luft und ja, mach mir mein Kreuz kaputt. Richtig geiler Job. Ja, macht niemand, ja. Deswegen Umschulung, ich mache eine Umschulung, ich habe mich dazu entschlossen, ich bin technisch nicht so, habe nicht so eine Affinität wie andere, ja, weil ich mich zu spät damit beschäftigt habe, habe jede Menge Technik hier am Start, dazu komme ich aber auch gleich, was mir gerade passiert ist, deswegen sitze ich hier auch an diesem Rechner mit dieser miesen Qualität.
Jetzt muss ich mal gucken, nimmt das hier überhaupt auch auf? Ja, es nimmt auf. Weil, ja, ich sitze jetzt hier mit dem eingebauten internen Mikrofon und der internen Kamera und hier wackelt es, wenn ich so mache. Alles natürlich nicht super. Mir ist vor 2 Tagen der Mac abgekackt. Der ist noch nicht so alt, dass er jetzt irgendwie Probleme gemacht hätte. Aber ich hatte ein Problem tatsächlich. Er ist hochgefahren. Ja, eine Umschulung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Ein weit gefächertes Gebiet, was danach meine Aufgaben betrifft. Egal in welche Firma ich komme, ich werde da einen weit gefächerten Aufgabenbereich unterstellt sein. Und da habe ich auch voll Bock drauf. Hier habe ich lauter Haare, aber das seht ihr eh nicht. So mies ist die Qualität, aber ist ja egal. So, da habe ich voll Bock drauf. Das geht in genau 4 Wochen geht's los. Ich habe da sowas von Bock drauf. Ich werde mich auf den Arsch setzen jeden Tag, auch privat, zu Hause. Ich werde mich belesen ohne Ende. Ich habe da voll Bock drauf. Das könnt ihr mir glauben. Und da geht es mir gar nicht um den finanziellen Aspekt, der danach wahrscheinlich sich zum Positiven auch ändert. Ja, weil da verdienst du ein bisschen was in dieser Branche. Du kannst was verdienen, sagen wir mal so. Aber darum geht es gar nicht. Spaß muss es machen, mal wieder andere Leute kennenlernen und so weiter. So, das war mal das. Jetzt kackt vorgestern mein Computer ab. Ich muss beim Hochfahren muss ich ein Passwort eingeben. Tastatur ging nicht. Ist eine neue Tastatur. Ich habe meine anderen 2 Ersatztastaturen letztens auf eBay geknallt, weil ich gedacht habe, warum 5 Tastaturen da rumliegen haben. eBay, fertig, weg damit. Sind auch super weggegangen, alles kein Problem. Und ein paar Tage später funktioniert die scheiß Tastatur nicht. Ich musste mir eine neue kaufen, um zu erörtern, ob das an der Tastatur liegt oder am Mac. Es lag nicht an der Tastatur, weil die andere Tastatur lief auch nicht. So, wieder weggebracht im Mediamarkt gestern. So, jetzt haben mir ein paar Leute auf Kleinanzeigen tatsächlich geholfen mit einem SNC Reset und was weiß ich was. Das sind alles Sachen, die habe ich noch nie vorher gehört. Wäre ich jetzt schon in der IT-Umschulung, ja, dann würde mir das vielleicht alles was sagen. Irgendwann mal, ja, das kommt auch nicht am ersten Tag dran, aber irgendwann mal. Und da habe ich jetzt voll Bock drauf gehabt. Ich habe den RAM ausgebaut, also den Arbeitsspeicher. Ich habe das Gehäuse geöffnet. Ich habe ein paar Hardware-technische Sachen erledigt. Und in die Software, da weiß ich jetzt keine Ahnung. Ja, da bin ich noch total unbelesen und unbeholfen. Aber egal, ich habe das Ding tatsächlich gerade eben zum Laufen bekommen. Aber ich habe jetzt gesagt, ich habe hier schon alles aufgebaut. Mein geiles Weihnachts-Setup. Aber egal. So, das war mal das. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ihr merkt, auch wenn man scheiße ist, ich hätte das Ding wahrscheinlich einschicken dürfen und hätte wahrscheinlich 500-600 € zahlen müssen, nur dass die dann wahrscheinlich dasselbe machen wie ich. Und fertig. Aber ich habe es zum Laufen gebracht. Yeah. Erfolg. Ja. Ja, das heißt, das nächste Video wird wieder oben geschnitten. Ich habe mir jetzt auch extra ein neues Schnittprogramm runtergeladen. Ich mache ja, seitdem ich YouTube mache, seit 7,5 Jahren, arbeite ich mit dem Mac oder iOS-internen Videobearbeitungsprogramm iMovie. Das macht viel, aber nicht alles. Mir haben da sehr viele Sachen gefehlt und ich habe mir jetzt runtergeladen die kostenlose Version von DaVinci's Resolve. Es heißt aber noch anders. DaVinci Resolve irgendwas. Ich denke mal, so ähnlich heißt. Ja, aber ist ja egal. Das kann sehr, sehr viel mehr. Ich muss mich da noch reinfriemeln. Ich habe mir schon jede Menge YouTube-Videos da reingezogen, Tutorials und so weiter. Das werde ich auch in den nächsten Tagen noch weiterhin machen, sodass ich da ein bisschen cooler, was die Technik angeht, am Start bin. Es tut mir leid, die Qualität hier, ich sehe es selber und auch die Tonqualität wird miserabel sein, aber es ist halt so. Ich wollte euch noch sagen, vor einigen Wochen habe ich auch mit meinem seit Jahren, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil es hat sich aufgespitzt, die ganze Situation. Es gab wirklich miese Momente. Es gab Momente, da konnte man nicht mehr drüber lachen. Ja, das war eine ganz, ganz beschissene Zeit. Nicht nur für mich, auch für den Gegenpart. Ich habe mit Slane McGrath, ihr kennt ihn alle, ja? Slane McGrath, so eine Art Fehde gehabt. Und ich hatte meine Anhänger, ja? Er hatte seine Anhänger. Ich muss sagen, ich habe von Anfang an den Leuten gesagt, lasst den Slane in Ruhe. Antwortet da gar nicht, schreibt keine Kommentare drunter, die meisten haben sich dran gehalten. Ich habe mich in der letzten Zeit, ich sag jetzt mal seit einem Jahr sowieso schon komplett rausgehalten aus der ganzen Sache, auch wenn es mich und mein Umfeld getroffen hat, ja, sehr hart getroffen.
Aber wir haben uns ausgesprochen, wir haben uns Videos hin und her geschickt, also ungelistete YouTube-Videos. 2, 3, jeder dem anderen, wo wir uns ausgesprochen und entschuldigt haben, so wie es sein muss. Und ich glaube, er hat bloß so lang weitergemacht, dass es so lang ging, weil er aufgestachelt wurde. Ja, weil er vielleicht diese Bestätigung auch irgendwo gebraucht hatte von den Leuten, die da diesen Fight und diese Fehde haben weiterlaufen lassen. Ja, die wollten halt diesen Scheiß, die wollten diesen Beef. Ja, das gibt Leute, die können nichts anderes als diesen Beef im Internet feiern und die können sich an nichts erfreuen, glaube ich, außer an solchen Sachen. Und ich glaube, das war hauptausschlaggebend dafür, dass der Slane so lange diese Scheiße durchgezogen hat. Er hat alle Videos gelöscht, was im Netz auffindbar war. Diese ganzen kleinen Kanäle sind, glaube ich, auch runter vom Netz und dieser ganze Hate hat ein Ende. Ich habe mich ja auch schon vor längerer Zeit mit dem Stanley von Stanleys Filmzimmer genauso wieder vertragen. Ja, wir haben uns hoch und heilig versprochen, keiner geht den anderen mehr an. Wir brauchen diesen Hate und diese Hetze nicht. Wir brauchen das nicht. Wir wollen uns auf positive Dinge konzentrieren. Und genauso habe ich es mit dem Slane gehalten. Wir wollen uns auf positive Dinge konzentrieren. Und deswegen haben wir vor wenigen Tagen, einen gemeinsamen Stream, wo wir einfach über Filme reden. Wir reden da kein bisschen über diese alten Kamellen, ja, vergessen, einfach aus der Welt, ja, wir haben eine Meinung, ich habe eine Meinung über ihn, er hat eine Meinung über mich und wir haben dieses Video gedreht zusammen, ja, er hat mich eingeladen auf einen Stream, das war kein Livestream, das war einfach ein Stream, der am selben Tag dann noch on ging, ohne Kommentare, also mittlerweile gibt es Kommentare, aber ohne dass Leute von außen, Dritte praktisch, dieses Video stören könnten. Oder besser gesagt, dass man sich dann, man möchte ja dann auch interagieren mit den Zuschauern und das wollten wir außen vor halten. Deswegen haben wir das Video zu zweit gemacht, haben über ein paar Filme geredet, die ich ihm vorher zukommen habe lassen. Und es war ein schönes Video. Geht eine Stunde, 22 Minuten, war ein schönes Video. Ich werde euch dieses Video hier noch verlinken. Schaut da gern mal rein, schaut gern mal beim Slane vorbei. Und ich finde seinen Content, klar, diese CD-Reviews gehen mir am Arsch vorbei, ganz ehrlich. Ist nicht meine Musik meistens. Ich stehe auch auf Heavy Metal, aber das sind so diese ganz normalen Sachen, sag ich jetzt mal. Er ist da schon ein bisschen bewanderter, kennt sich da ein bisschen mehr aus, viel mehr aus. Die Videos gucke ich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er mal wieder einen Vlog raushaut, wo es um Filme geht, bin ich gern dabei. Der Slane hat auch versucht, mehr positiv rüberzukommen und dieses ganze Gerage anderen gegenüber bleiben zu lassen. Ihm tut es selber nicht gut, hat er gemeint. Und das glaube ich ihm. Und wir wollen alle positiv ins Jahr 2024 hinübergleiten. Ja? Ich hoffe, dieses Jahr wird nicht so rumgeballert, weil unsere Tiere mögen das gar nicht. Gut, die alte Katze, die hört sowieso nichts mehr. Die sitzt jetzt gerade hier neben mir. Der Sammy, der ist noch sehr, sehr agil. Und der weiße Kater, der wird Angst haben. Und die Hunde, die feiern Silvester absolut auch gar nicht, ja. Aber es gibt immer noch Leute, die brauchen dieses Rumgeböller. Ja, wir persönlich haben das noch nie gefeiert und werden das auch nicht. Bei uns gehen hier alle Schotten dicht. Ja, wir machen alle Rollläden runter, machen ein bisschen lauter Musik und dann ist das unser Silvester. Dann gibt es noch einen positiven Aspekt, den ich euch auch durch mein transparentes Video jetzt, meine transparente Art wiedergeben möchte. Wir haben heute den 23. Dezember. Ich bin noch nie Kostverächter gewesen. Ich will das mit euch teilen, Leute, weil es was Positives ist. Ich war noch nie Kostverächter. Ich habe mitgenommen, was geht. Sagen wir mal so, ja. Ich habe auch sehr, sehr viel, damals, sehr viel Alkohol getrunken, täglich, ja. Es war nie eine Flasche. Es waren mindestens 2, 3, 4, ja, manchmal auch mehr. Und irgendwann habe ich jetzt festgestellt, das kann so nicht weitergehen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also meine Frau sagt schon immer oder schon länger, ist ein bisschen viel, lass es mal lieber oder reduziere es oder sonst was. Und ich habe dann selber aber auch gesundheitlich gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Ich bin jetzt 45, ich würde gern noch 65, 75 werden, ja. Also und so geht es einfach nicht weiter. Deswegen, seit dem 1. Dezember diesen Jahres, seit 23 Tagen, habe ich eine 0,0 Alkohol, nicht Phase, sondern
wie nennt man das? Für mich gilt 0,0 Alkohol. Auch nicht auf Geburtstagen, auf Festivitäten, an Silvester. Ich werde beim Griechen keinen Uso trinken. Ich werde zum Essen kein Bier mehr trinken. Ich werde auch kein alkoholfreies Bier trinken, weil das ist für mich persönlich ein No-Go. Alkoholfreies Bier, was soll der Scheiß? Ganz ehrlich, entweder trinke ich ein Bier oder ich trinke keins. Ich trinke seit dem 1. Dezember trinke ich Wasser und Tee. Das war's. Wasser, Tee, ab und zu mal einen Fruchtsaft oder mal hier so ein Ayran, hier dieses Milchgetränk-Dings türkischer Art, ja. Ayran, ja. Sonst trinke ich nichts. Und das wird auch beibehalten, das kann ich euch hoch und heilig versprechen. Ich werde keinen Tropfen Alkohol mehr trinken. Mein guter Vorsatz fürs nächste und für die kommenden Jahre halte ich nicht ab dem 1. Januar, sondern ab dem 1. Dezember. Kein Tropfen Alkohol. Ich merke, wie es mir körperlich besser tut. Im Kopf bin ich klarer, ich bin viel agiler, ich habe viel mehr Bock, was zu machen. Ja? Und das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Falls ihr irgendwie eine positive Veränderung an mir feststellt, das ist der Alkohol. Das kann ich euch versprechen. So, ich gehe positiv ins Jahr 2024, aber von mir wird es selbstverständlich noch 2-3 Videos dieses Jahr geben. Wir haben ja jetzt noch eine Woche, über eine Woche, bis es dann 2024 heißt. Ja? Es wird auf jeden Fall, werde ich jetzt in dieser kommenden Woche jetzt noch eine Roomtour drehen, wie es hier aussieht. Wir haben ja seit gestern hier unser drittes Aquarium in diesem Raum. Es ist wirklich eine Wohlfühl-Oase, sage ich jetzt einfach mal. Und meine Frau kommt gerade wieder vom Gassi gehen. Deswegen beende ich dieses Video hier auch. Es wird eine Roomtour geben, das kann ich euch versprechen. Eine Roomtour, die werde ich jetzt drehen. Und am 01.01.2024 könnt ihr eine Roomtour genießen. Und zwar von oben nach unten, wie immer. Oder von unten nach oben, ich weiß es noch nicht genau. Okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Bleibt am Ball. Danke fürs Zuschauen und wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann das gerne nachholen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer lieber Olli Uncut. Ciao!